Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute geht es um die Buybox von Amazon oder auch Einkaufswagenfeld genannt. Wenn ihr in der Buybox bei Amazon seid, dann könnt ihr richtig viel verkaufen, denn dann seid ihr ganz oben gelistet und der Kunde braucht nur auf Kaufen zu klicken. Nun ist es aber so, dass meistens man unter den anderen Verkäufern gelistet ist und so kaum eine Chance hat, sein Produkt zu verkaufen. Wie ihr nun die Buybox für euch gewinnen könnt, was ihr beachten müsst und worauf ihr achten müsst, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video, bleibt bis zum Schluss dabei. Ja Freunde, wie angekündigt, schauen wir uns heute an, wie wir in die Buybox gelangen können, um mehr Umsatz zu erwirtschaften als unsere Konkurrenz. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen, wie das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit, Motivation, Investition und vieles mehr, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Zurück zu der Buybox. Die meisten Verkäufer, die bei Amazon verkaufen, werden wissen, was die Buybox ist. Wenn das für dich fremd ist, dann zeige ich dir das gleich. Und zwar ist es genau dieses Feld hier. Quasi da, wo der Kunde klicken kann, in den Einkaufswagen legen oder jetzt kaufen. Und wenn du als Verkäufer hier in dieser Buybox gelistet bist, dann hast du immer natürlich die größten Chancen, dein Produkt zu verkaufen als die Konkurrenten. Denn bei Amazon ist es ja so, wenn ein Produkt gelistet wird, dann wird es meistens nur einmal gelistet und wenn du genau das identische Handelsprodukt verkaufst, dann hängst du dich an das Listing mit dran. Amazon möchte nicht, dass es doppelte Listings gibt, wie es beispielsweise der Fall bei eBay ist. Ja? Aber jetzt ist es nun so, dass nicht alle Verkäufer gleichzeitig das gleiche Produkt verkaufen können. Können sie schon, nur diese Buybox ist dementsprechend nur für einen Verkäufer bestimmt. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich Amazon, hier bevorzugt sich Amazon. Aber in vielen Fällen kann man natürlich auch als Händler die Artikel verkaufen. Und wenn man das klug anstellt und gewisse Dinge beachtet, dann wird man auch die Buybox für sich gewinnen, um so bessere Umsätze zu erzielen. Zuerst einmal sage ich grundlegend, was denn wichtig ist, um überhaupt für die Buybox in Frage zu kommen. Die grundlegenden Voraussetzungen sind ein professionelles Verkäuferkonto. Wenn du also diese Basic-Version hast mit 1 Euro Grundgebühr für jeden Verkauf, dann bist du schon mal ausgeschlossen von der Buybox. Du kommst nicht in die Buybox rein, egal was du tust. So, dann ist es wichtig, Neuware zu verkaufen. Also Gebrauchtware kommt in die Buybox so gut wie nie rein. Dann muss die Ware vorrätig sein. Das ist auch eine Grundvoraussetzung, sonst bist du überhaupt gar nicht im Listing drin. Du bist ausgeblendet. Und ein ganz wichtiger Punkt, was die meisten nicht wissen, ist, dass das Konto mindestens 3 Monate bestehen sein muss, ja, um überhaupt in die Buybox zu kommen. Außer FBA. Das betrifft es nicht. Das heißt, wenn du das über Amazon-Lager verschicken lässt und über Amazon abwickeln lässt, das betrifft dich nicht. So, das sind die Grundvoraussetzungen, um überhaupt bei der Buybox ja, angezeigt zu werden als Händler. So, und wir schauen uns mal hier ein paar Beispiele an. Hier zum Beispiel Amazon verkauft dieses Topfset für 112,19 Euro. Es gibt hier Händler, die es für 111,99 Euro anbieten. Ja, es sind nur ein paar Cent, es sind quasi 20 Cent hier unter dem Preis. Nur trotzdem ist Amazon hier bevorteiligt. Warum? Weil Amazon das einfach so macht. Im Hintergrund läuft natürlich ein Algorithmus, der das Ganze beurteilt und schaut, wo verkauft sich das besser, beziehungsweise wer bietet einen besseren Service, wer kann bessere, schnellere Versandkosten, beziehungsweise Versandzeiten anbieten und vieles mehr. Man möchte das Kauferlebnis für den Kunden so gut wie möglich machen und wer das bietet, der kommt natürlich auch in die Buybox. Ich habe jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, die wichtig und relevant sind. Die spreche ich gleich nochmal genau an. So, dann haben wir hier nochmal einen T-Fall Kontaktgrill. Und zwar auch hier haben wir den Fall, dass 90 Euro und 6 Cent es Amazon verkauft. Und hier haben wir andere Händler. Ja gut, hier sind Versandkosten mit dazu. Aber auch hier kommt es im Grunde genommen günstiger bei raus, wenn der Kunde hier kauft. Jedoch
Die meisten Kunden schauen sich nie die anderen Verkäufer auf Amazon an. Ja, die klicken direkt hier in den Einkaufswagen legen und machen da überhaupt nichts anderes. Viele Verkäufer kennen das, dann schauen die erstmal, öffnen hier und schauen, wer verkauft es denn sonst noch und vielleicht kriege ich noch einen günstigeren Preis. Die meisten Verkäufer tun das aber nicht. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auch so gering, als ja, Händler, der hier bei den weiteren Verkäufern angezeigt wird, überhaupt zu verkaufen. So, also die grundlegenden Sachen habe ich schon mal gesagt. Des Weiteren ist wichtig natürlich, dass man weiß, ja, Amazon bevorzugt sich in vielen Fällen. So, dann ist natürlich Prime immer bevorzugt. Falls du Prime-Versand anbietest, ja, und du bist Prime-Händler, es sei denn, du verkaufst es durch FBA, dann bist du automatisch Prime in vielen Fällen. Aber wenn du jetzt als FBM, also selbst verschickst und Prime anbieten möchtest, dann hast du hier auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du in die Buybox kommst. Und des Weiteren ist natürlich wichtig die Versandzeit. Versandzeit ist super wichtig, um in der Buybox zu sein, weil hier ist das natürlich relevant. Der Kunde möchte es so schnell wie möglich haben und dementsprechend begrenze deine Versandzeit so, dass die nicht zu lang ist. So, nun gibt es Fälle, wo zum Beispiel eine Verkäufer gar nicht in der Buybox ist. Das sagen auch viele Händler. Ich bin hier nicht in der Buybox. Warum? Hier, ich biete meinen Artikel als einziger an und dennoch bin ich nicht in der Buybox. Ja, das kann Gründe haben, wie schon ein Grund genannt. Es kann sein, dass du dein Verkäuferkonto noch nicht 3 Monate hast. Dann bist du nämlich so angezeigt, wie hier zum Beispiel. Wenn du auf alle Angebote klickst, dann erst kannst du hier den Artikel in den Einkaufswagen legen. Bei diesem Händler gehe ich nicht davon aus, dass er hier erst 3 oder unter 3 Monate bei Amazon aktiv ist. Nein, hier ist es nämlich so, dass der Verkäufer den Preis viel zu hoch gesetzt hat. Und hier sagt Amazon, wenn der Preis nicht relativ ist zu dem vorherigen Preis, der sonst war, oder der Preis einfach zu überteuert ist, dann kommt er nicht in die Buybox. Dann wird die Buybox überhaupt nicht angezeigt, wie das zum Beispiel in dem Fall der Fall ist. Wir können ja auch mal schauen in der Historie über Keeper. Sehen wir, dieser Artikel wurde normalerweise von Amazon und auch von anderen Händlern für 69,99 immer angeboten. Und jetzt bietet das Amazon selbst nicht an. Und der Händler sagt sich, ja, dann verlange ich eben mal das mehr als das Doppelte dafür. Und hier sagt Amazon direkt nein. Das akzeptieren wir nicht. Wir möchten hier dem Kunden ein schönes Kauferlebnis bieten und wollen gar nicht erst, dass der Kunde solche Preise sieht. Sobald wir die Ware wieder vorrätig haben bei Amazon, dann bieten wir sie natürlich auch wieder an und hier wird die Buybox wieder aktiv sein. So, also achtet drauf, wichtiger Punkt, macht die Artikel nicht zu teuer, sonst werdet ihr für die Buybox gar nicht relevant sein, wie das in dem Fall und in dem Beispiel der Fall ist. Des Weiteren müsst ihr gucken, dass ihr gewisse Verkäuferleistungen erfüllt. Wenn ihr denn dementsprechend alles schon erfüllt habt, die Grundvoraussetzungen, ihr habt einen tollen Preis, ihr habt einen schnellen Versand und dennoch sind die Konkurrenten immer in der Buybox, obwohl ihr günstiger seid, da fragt ihr euch warum. Und hier spielt natürlich eine große Rolle, wie eure Verkäuferleistungen sind. Ihr müsst super gute Bewertungen haben. Ja, da müsst ihr dann mal drauf schauen. Dann Bestellmängel vermeiden. Das solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr nicht ja, kundenunfreundlich handelt. Dementsprechend müsst ihr auch Rückerstattungen sehr zeitnah veranlassen. Ihr müsst Nachrichten, die Reaktionszeit auf Nachrichten sehr begrenzen. Ihr habt ja normalerweise die 24 Stunden. Die solltet ihr auch einhalten, wenn ihr es noch schneller macht. Das merkt der Amazon-Algorithmus und belohnt euch dafür, dass er dementsprechend sieht, hier ist ein Verkäufer sehr aktiv und dementsprechend ist das sehr positiv für die Käufer. So, des Weiteren müsst ihr immer gut was im Lagerbestand haben. Also ein Produkt, zwei Produkte im Lagerbestand ist für Amazon nicht so interessant, euch in die Buybox zu setzen, sondern ihr müsst schon ordentlich Produkte haben. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, dennoch wird sowas bevorzugt. So,
Des Weiteren auch das Umsatzvolumen. Wenn ihr mehr verkauft als Verkäufer, dementsprechend positioniert ihr euch natürlich auch weiter oben, weil ihr dementsprechend sehr aktiver und sehr umsatzreicher Verkäufer seid. Und die Stornoquote soll auch beibehalten werden, dass ihr beispielsweise Produkte nicht selbst storniert, weil ihr sie nicht auf Lager habt oder so. Und natürlich auch, das ist vielleicht nicht immer machbar, aber dementsprechend die Stornos versuchen einzugrenzen, dass nicht so viele Artikel zurückkommen. Dann müsst ihr ja was mit dem Artikel nicht stimmen, beziehungsweise mit dem Service. Und diese Punkte solltet ihr unbedingt beachten und dann steht dementsprechend nichts im Wege, auch in der Buybox immer zu sein. Ihr seht es bei euch im Verkäuferkonto in der Übersicht, ich blende das hier mal ein, wie viel Prozent eurer Produkte, eurer gelisteten Angebote in der Buybox sind. Wenn ihr diese erhöhen möchtet, dann beachtet diese Punkte, die ich angesprochen habe und dann seid ihr dementsprechend bevorzugt als Verkäufer und könnt somit mehr Umsatz erwirtschaften als die Konkurrenten. Ich freue mich, wenn dir das Video geholfen hat und gefallen hat. Gib mir dazu gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Falls du noch Fragen hast zu Thema Buybox oder auch andere Fragen, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein und helfe dir weiter. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Schau dir gerne auch alle anderen Videos von mir an, die dir hilfreich zur Seite stehen. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.